Ausgetragen. In Istanbul finden zurzeit die Weltmeisterschaften im Ringen statt. Wer weiß, mit welcher Tradition gerade die Türken im Ringen aufgetreten sind und welche Erfolge auch diejenigen Türken haben, die in Deutschland ringen, der kann sich vorstellen, welches Ereignis das in Istanbul ist. Klaus Angermann war und ist dabei und wird nun von den jüngsten Kämpfen berichten. Schon die Inbrunst ihres Gesangs ließ ahnen, mit welcher Anteilnahme die Türken diese Weltmeisterschaft begleiten würden. Und ausgerechnet ein deutscher Ringer, Mario Sabatini aus Freiburg, hier mit Bundestrainer Heinz Ostermann, sollte türkische Leidenschaft als einer der ersten zu spüren bekommen. Noch während des Eröffnungszeremoniells, wie erkennen Adolf Sege und die Mannschaft der Bundesrepublik, schaltet zum ersten Mal der Schlachtruf Türkiye durchs Stadion. Er galt ihrem Landsmann Ali Riza Alan, dem kleinen, hüpfenden Fliegengewichtler, als Anfeuerung gleichsam, seinen Gegner aber, im ersten Kampf dieser WM überhaupt, Mario Sabatini, sollte das vieltausendfache Türkiye beim Warmringen schon ein bisschen Respekt einflößen. Jedoch auch den anderen 136 Freistilringern aus aller Welt entbot man auf diese Art den Willkommensgruß am Bosporus. Ali Riza Alan, Türkei, gegen Mario Sabatini aus Freiburg. Es wird zwar auch links und rechts auf zwei anderen Matten noch gekämpft, doch das Interesse der fast 10.000 Zuschauer gilt beinahe ausnahmslos diesen beiden Fliegengewichtlern. Sehr bald können sie jubeln. Riza holt mit einem Runterreißer den ersten, den Führungspunkt. Bald auch noch einen zweiten. Mehr lässt der deutsche Meister im ersten 3-Minuten-Kampftrittel gegen den Weltmeister von 1970 nicht zu. Dann jedoch schreit das Publikum den Türken zum Erfolg. Griff um Griff, Wertung um Wertung gelingen Riza, dem 27-jährigen Bauern aus Anatolien. Immer wieder setzt der Türke erfolgreich seine Beinschraube an. Sabatini, dem 5 Jahre älteren, gelingt eine Resultatsverbesserung, doch am Ende der 9 Minuten hat ihn der Türke mit 18:6 Punkten eindeutig niedergerungen. Die Hoffnung der Türken, nach 4 Jahren endlich wieder einen Weltmeister feiern zu können, Ali Riza, hat sie gestärkt, wie zugleich er Sabatinis Traum auf ein gutes Abschneiden früh zerstörte. Einen der besten Kämpfe, sie dauern täglich bis spät in die Nacht hinein, zeigte gestern Abend der Mainzer Bantamgewichtler Emil Müller, blaues Trikot, schwarze Haare, Bart, gegen den Rumänen Dobronel. Mit einem Blitzangriff holt sich Müller die Führung. Müller braucht einen klaren Sieg, um im WM-Turnier weiterhin Chancen zu haben, nachdem er im ersten Kampf gegen den Bulgaren Jeller, den Europameister, bereits 4 Minuspunkte von maximal 6 hatte kassieren müssen. Hier steht der Mainzer sogar vor dem Schultersieg, doch Dobronel windet sich noch einmal aus der Brücke heraus. Müller klopft mit dem Rumänen, wie man in der Fachsprache sagt, die Matte aus. Punkte Vorsprung hat er, gleichbedeutend mit einem Schultersieg, wenn Müller nicht durch sagenhaften Leichtsinn noch alles verspielt hätte. Er wähnte sich am Mattenrand, glaubte, sich nach außen fallen lassen zu können, schildert Emil Müller später die Situation, die alle Zuschauer, außer den Rumänen natürlich, regelrecht bestürzte. Ein leichtsinniger Irrtum, Sekunden vor dem Kampfende, machte aus einem hochüberlegenen Ringer noch einen klaren Verlierer.
Betroffen schied Emil Müller aus der Weltmeisterschaft aus. Betroffen auch der Trainer und die Mannschaft. Nur noch Adolf Seger aus Freiburg hat von den 7 deutschen Ringern bei der Weltmeisterschaft im Freistilringen eine Medaillenchance. Der Freiburger besiegte in der 3. Runde den Polen Karl.